Mein Name ist Reinhard Genzel, ich bin Astrophysiker. Mein Team und ich haben in den letzten Jahren es geschafft zu zeigen, dass das Objekt im Zentrum unserer Milchstraße in der Tat ein massives schwarzes Loch sein muss und die allgemeine Relativitätstheorie auch dort richtig ist. Das Zentrum unserer Galaxie als Testlabor für die Schwerkraft. Wie kamen Sie auf diese Idee? Ja, also man muss sich das so vorstellen, dass vor 100 Jahren hat man Herrn Einstein und seine Theorie, die also Vorhersagen machte, wie die Gravitation die Dinge dann doch etwas anders macht, als was er bei Newton vorgesehen war. Dann hat es 50 Jahre gedauert und in den 60er Jahren wurden dann Objekte gesehen, die sehr leuchtkräftig waren im Radiobereich und sich dann im Laufe der Zeit als sehr weit entfernte Zentren von Galaxien herausgestellt haben. Das nennt man die sogenannten Quasare. Und sobald also diese Entdeckung stattgefunden hat, war es klar, da muss irgendeine unglaubliche Energieproduktionsmaschine drin sein und könnte das also ein solches schwarzes Loch sein, wie es also aus der Einsteinschen Theorie kommt. Das war sozusagen der Punkt Null. Nur um dann weiterzukommen, muss man sehr nah an die Objekte ran, man muss genau messen und so weiter und so fort. Und da ist das galaktische Zentrum im Laufe der Jahrzehnte, wenn man so will, seit dieser Zeit immer mehr ins Zentrum gekommen. Nicht, weil es irgendwie ein Quasar ist, also es ist ein sehr harmloses Objekt, aber weil es eben so nah zu uns ist und wir können ganz präzise Messungen machen, um die Schwerkraft dort zu untersuchen. Ein Effekt, der von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagt wird, ist die sogenannte Schwarzschild-Präzession. Können Sie uns das erklären? Was ist das genau? Ja, also die Newton'sche Theorie, fangen wir damit wieder an. Die kennen wir ja auch, wenn Sie so wollen, aus unserem Sonnensystem. Sie setzen also in das Zentrum ein schweres Objekt, eine Sonne oder was auch immer. Und dann setzen Sie ein zweites Objekt in der Umlaufbahn um dieses Objekt. Zum Beispiel in einer Kreisumlaufbahn oder auch in einer elliptischen Umlaufbahn. Das sind also die Planeten um die Sonne. Und die Newton'sche Theorie würde sagen, dass wenn da keine weitere Störung passiert durch äußere zusätzliche Kräfte, dann ist diese Ellipse oder dieser Kreis immer derselbe. Immer derselbe, ja. Bis beliebig lange Zeit. Dagegen die Einsteinsche Theorie sagt voraus, dass wenn dort also dieses selbe Szenario fort ist, dann fängt diese Kreise, diese Ellipse langsam an zu präzidieren. Und die Präzession ist umso schneller, je größer die Masse ist, relativ zum Abstand. Ja, also je größer die Schwerkraft ist. Also wenn das Objekt sehr weit entfernt ist, ist sie klein, aber wenn das Objekt sehr nah dran ist und die Masse groß ist, ist es also sehr groß. Das ist eine von den Effekten, die allgemeine Relativitätstheorie voraussagt, die eben anders ist als die Newton'sche Theorie. Und dadurch kann man sozusagen, wenn man diese Effekte sieht, sehr genau dann sagen, ob die allgemeine Relativitätstheorie für diesen Fall zutrifft. Und genau das haben Sie jetzt getan. Dies haben wir jetzt getan. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, fein, Einstein vor 100 Jahren und der Effekt dieser Präzession war damals einer der ersten Effekte, den also Einstein vorher gesagt hat. Und in der Tat war es so, dass diese Schwarzschildsche Präzession für den Merkur in der Tat bereits vor der allgemeinen Relativitätstheorie beobachtet worden ist. Und zwar haben die Astronomen im 19. Jahrhundert die Planeten vermessen, genau aus denselben Gründen, wie wir es im galaktischen Zentrum tun. Man wollte mehr wissen. Man wusste, dass also wenn die sich eben nicht dauernd um dasselbe drehen, da ist irgendwas. Dort war der Effekt, den man suchte, ein anderer, nämlich ein Planet, der ja vorhergesagt war, noch innerhalb des Merkurs. Der sogenannte Vulkanplanet. Das war damals sozusagen der Aufreger der Stunde. Und man versuchte, diesen Vulkanplaneten zu sehen, indem man eben die Präzession der Bahn vom Merkur. Und in der Tat, da war das so, dass die Merkursche Bahn
präzidiert, und zwar nicht so, wie man sie mit den anderen Planeten erklären konnte. Aber man konnte damit auch den Vulkan haben sie auch nicht gefunden, den gibt es auch nicht. Ja? Sondern was die damals schon gesehen haben, und das wurde dann von Albert Einstein in der Theorie dann 50 Jahre etwas später sofort erklärt, das war der erste Effekt der allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn wir das über den Merkur denn schon wussten, wieso ist es jetzt so wichtig, dass wir ins Zentrum der Milchstraße geschaut haben? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sollte auch sagen, also die ganze Frage, ob oder ob nicht die allgemeine Relativitätstheorie richtig ist, ist nur eine unserer Motivationen. Sie ist eine wichtige Motivation, aber nur eine von drei. Ich versuche es mal zu erklären, was die anderen zwei dann auch noch sind. Nun, also die allgemeine Relativitätstheorie in der Form, wie sie von Einstein geschrieben wurde, die sozusagen hängt eigentlich nur ab von zwei Effekten der Masse des zentralen Objekts und dem Drehimpuls, dem Spin. Ja? Und wenn man dann das Testteilchen, also in dem Fall einen Planeten oder bei uns sind das Sterne, da rumkreisen lässt, dann kann man also aus der Theorie ableiten, was die tun, solange man also jetzt diese Eigenschaften kennt und wie nah jetzt das Objekt ist. Ja? Also das ist sozusagen die Vorstellung. Und da ist also, je näher das Testteilchen am zentralen Objekt ist, da sagt man, umso stärker ist die Raumzeit gekrümmt. Denn das war die Vorstellung, die Einstein neu formuliert hatte, dass sozusagen diese Kraft, die Newton postuliert, ist es eine Eindellung der Raumzeit, und die Planeten oder die Sterne, die folgen also diesen einer gewissen geodätischen Kurve. Und die sollte von nichts anderes abhängen, also zum Beispiel auch nicht von der Masse. Und aber es gibt andere Theorien, die also heutzutage, wenn Sie so wollen, ventiliert werden, darüber nachgedacht werden. Und einige dieser Theorien würden eine Massenabhängigkeit von solchen Effekten vorhersagen. Deshalb ist die Physik immer auf dem Such. Die experimentelle Physik muss immer auf der Suche sein, zu testen, ob bestehende Theorien richtig sind. Also es ist ja nicht so, dass man hat ja den Eindruck, ah ja, das fiel also vom Himmel. Einstein hat sich das alles sozusagen in genialer Weise erfunden. Und jetzt ist es dann so. Nee, das muss überhaupt nicht so sein. Im Gegenteil, wir wissen oder wir vermuten, dass die allgemeine Relativitätstheorie nur eine Übergangstheorie ist, weil mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf den kleinsten Skalen, die wir noch nicht untersucht haben, die Theorie nicht zutreffen kann. Das war in der, wenn Sie so wollen, in der Atomtheorie ganz genauso. Also Theorien sind etwas Übergangsphänomene, die zu testen sind, zu verifizieren sind, immer wieder in verschiedenen, und möglicherweise dann findet man irgendwann mal etwas, da stimmt's nicht. Und in dem Sinne benutzen wir sozusagen jetzt zum ersten Mal ein supermassives schwarzes Loch, um die Theorie zu testen. Und das ist eben, bislang wurde das getestet mit Planeten im Sonnensystem, im Labor auf der Erde und dann jetzt dann auch mit Gravitationswellen von sogenannten stellaren schwarzen Löchern mit LIGO. Und jetzt sind wir nochmal ein Faktor 10 noch 5 Mal mehr Masse in diesen supermassiven schwarzen Löchern. Aber das ist jetzt nur eine mit der Motivation. Vielleicht kann ich die anderen beiden gleich auch noch anfügen. Ja. Die nächste Motivation, wenn Sie so will, ist die ganz generelle Frage nach supermassiven schwarzen Löchern. Sind die Objekte, die wir da beobachten, und das ist ja nicht nur im galaktischen Zentrum so, sondern also diese Quasaren und praktisch jede Galaxie, so glauben wir, hat also im Zentrum ein Objekt sitzen, was also ein supermassives schwarzes Loch zwischen 100.000 und einigen Milliarden Sonnenmassen ist. Sind das wirklich schwarze Löcher im Sinne von dieser Einsteinschen Theorie? Oder und sind die alleine? Sind das Einzelobjekte oder sind das vielleicht Doppelobjekte? Also da gibt es durchaus sozusagen auch in der Art und Weise, wie diese Objekte vielleicht entstanden sind, Gründe, dass man vermuten würde, dass die gar nicht sozusagen als Einzelobjekte dort
existieren, sondern also als Doppelsystem oder irgend sowas. Das nächste ist, die beeinflussen natürlich ihre Umgebung. Selbst also jetzt nehmen wir an, das sind solche schwarzen Löcher, dann beeinflussen sie ihre Umgebung, ziehen, wenn sie so wollen, andere Objekte an. Und man müsste sich eigentlich vorstellen, dass die Umgebung relativ dicht bevölkert ist, wenn ich mal so sagen darf, mit anderen Objekten, viel weniger Masse, zum Beispiel stellare schwarze Löcher oder sogenannte Intermediate Mass Black Holes, also das sind Objekte mit vielleicht 1000 Sonnenmassen. Wir haben solche Objekte noch nicht gesehen, aber würde vermuten, wenn sie irgendwo sind, dann sind sie da. Und das ist, wenn Sie so wollen, unsere zweite Motivation oder die zweite und dritte Motivation. Wir wollen durch diese Tests gleichzeitig schauen, was ist in der Umgebung von dem Ding? Ist das wirklich ein einzelnes Objekt? Und natürlich, welchen Spin hat es, also welchen Drehimpuls, aber gibt es da andere Objekte in der Umgebung? Sie arbeiten jetzt seit ungefähr 30 Jahren daran. Das ist eine unglaublich lange Zeit. Welche technischen Neuerungen haben sich seitdem ergeben für Sie? Ja, nee, also das ist manchmal, man muss sagen, eine Sache in der Forschung muss man ein tiefes Interesse haben. Man muss Mut haben, man muss Risiko eingehen. Und man muss Zeit haben manchmal. Und in der Tat, also die Max-Planck-Gesellschaft ist da ein Paradies. Denn ich kann hier Dinge tun, über 30 Jahre hinweg, die mit hohem Risiko befrachtet waren. Von den experimentellen Neuerungen, die wir gemacht haben, keine von denen war also sozusagen logischerweise von Anfang an klar, dass sie funktionieren würde. Und es hat nicht nur lange gedauert, es ist auch die Verbesserung in der Messtechnik, wenn Sie so wollen, die wir dabei erreicht haben, sind also von Faktoren von zwischen einigen Tausend bis Millionen. Ja, und dieser letzte Schritt, den wir jetzt gegangen sind, um diese allgemeine Relativitätstheorie-Messungen zu machen, ist, indem man nicht nur ein optisches Teleskop hernimmt von 8 Meter Durchmesser, nämlich das sogenannte Very Large Telescope der ESO in Chile. Nein, man benutzt 4 davon, die alle auf dem Berg sozusagen dort schon stehen. Und in der Tat, mit gutem Grunde, man hat schon bei der Gründung dieses Teleskops dran gedacht, die irgendwann mal optisch zusammenzuschalten. Aber das war in den Anfängen so schwierig, so wahnsinnig schwierig und auch nicht sehr empfindlich. Und wir haben das also jetzt geschafft, in den letzten 10 Jahren da einen Durchbruch zu machen, um damit, wenn Sie so wollen, so genau schauen zu können, dass man auf dem Mond einige Zentimeter Auflösung hat. Das funktioniert dadurch, dass man die 4 verschiedenen Satelliten zusammenschalten kann, die quasi als ein großer funktionieren? Also die Idee hier ist, dass die Auflösung, die Winkelauflösung eines optischen Teleskops umso besser ist, je größer das Teleskop ist. Das ist nicht etwas, was wir als Menschen oder wenn Sie an Ihren Binokular denken oder sowas, so unbedingt im täglichen wissen. Der Grund liegt darin, dass wenn wir normalerweise auf der Erde sozusagen uns einen entfernten Wagen anschauen, der also uns entgegenkommt, jetzt tun wir unser Teleskop aufs Auge und gucken das an, da wird es nicht besser, weil eben die Erdatmosphäre das Bild verwackelt, wenn Sie so wollen. Und dieses Verwackeln ist eine böse Sache der Atmosphäre. Man könnte in dem Sinne es besser tun, indem man in den Weltraum geht. Und das passiert ja auch, aber man kann keine 4-8 Meter Teleskope in den Weltraum schicken. Was wir also machen erstmal, wir reparieren sozusagen die Verwacklung der Erdatmosphäre und dann schalten wir die Teleskope zusammen und generieren auf diese Art und Weise ein Riesenteleskop von ungefähr 130 Meter Durchmesser. Ja. Mit dem neuesten Instrument Gravity haben Sie 2018 bereits einen anderen Effekt der Relativitätstheorie nachweisen können. Warum braucht es immer noch weitere Tests? Ja, weil die allgemeine Relativitätstheorie eben verschiedene Effekte vorhersagt. Also der eine Effekt ist
Newton, in Newton sind die Lichtteilchen nicht von der Gravitation abhängig. Ja, die wissen davon nichts. Und eine der Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass nicht nur Teilchen wie Sie und ich, wenn wir also da rumfliegen um das schwarze Loch, sondern auch das Licht selber von der Gravitation abgelenkt wird. Und wenn Sie sozusagen ein Laserlicht rausschicken aus der Umgebung eines schwarzen Lochs, dann muss es sich sozusagen herauskämpfen gegen die Schwerkraft und kommt bei uns bei großer Entfernung mit weniger Energie an, als wir es da unten losgeschickt haben. Das nennt man Gravitationsrotverschiebung. Ist auch ein Effekt, und zwar der erste, der in der allgemeinen Relativitätstheorie im Labor hier auf der Erde nachgewiesen worden ist. Ganz berühmtes Experiment, das Pound-Rapka-Experiment. Und dieses haben wir sozusagen auch nachmachen müssen. Der nächste Effekt, den wir suchen, ist natürlich der Spin. Dadurch, dass das schwarze Loch rotiert, mit Sicherheit wird es irgendwie rotieren. Ob schnell oder langsam rotiert, wissen wir nicht. Das ist aber interessant zu fragen. Dann nimmt es sozusagen die Raumzeit mit. Die Raumzeit wird mitgedreht. Und das hat wiederum Aspekt, wenn dort also ein Stern läuft, dann zieht dieser Stern, dass die Raumzeit sozusagen sich dreht und fängt dann an, in seiner Bahn zu wobbeln, also zu präzidieren wiederum. Und diesen Effekt würden wir gerne sehen. Dazu müssen wir noch präziser messen oder einen Stern haben, der noch näher dran ist als den wir bislang benutzt haben. Und wir sind dabei, das zu tun. Und schließlich und endlich will man natürlich so nah ran wie irgendwie möglich. Also man kann ja, so ein schwarzes Loch hat ja eine Kommunikationsbarriere, das nennt man den Ereignishorizont. Und ein Objekt, also zum Beispiel ein Stern, kann nur bis auf einige Mal diesem Ereignishorizontsradius herankommen. Wenn es dann innerhalb dessen ist, fällt es einfach ins schwarze Loch rein, da gibt es Bums, ist es weg. Aber also sozusagen an dieser Grenze wollen wir messen und haben wir auch schon gemessen, um zu sehen, ob die, wenn Sie so wollen, die Testteilchen, die man dort sieht, sind keine Sterne, sondern das ist heißes Gas, ob das sich verhält, wie man es erwarten würde, um ein schwarzes Loch dieser Masse. Und in der Tat, wir haben also erste solche Messungen bereits gemacht und wir wollen mehr machen, wir wollen besser messen, wir wollen sozusagen letztendlich, wenn man so will, irgendwann mal zeigen, ja, das muss ein schwarzes Loch à la Einstein sein oder es ist nicht ein solches. Das schließt wunderbar an meine letzte Frage an. Was kommt als nächstes? Welches Projekt haben Sie jetzt in den Augen? Naja, das, ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung. 30 Jahre ist auch eine lange Zeit, aber wir haben natürlich noch viel vor. Wir wollen jetzt erstmal das Gerät, was wir 10 Jahre lang entwickelt haben, nochmal um einen wesentlichen Faktor, Faktor 100, besser machen in den nächsten Jahren. Und damit anzufangen, schwarze Löcher, die weiter entfernt sind, genauer anzuschauen. Also bislang haben wir uns das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße angeschaut. Das nächste große Ziel ist sozusagen, die Quasare selber zu vermessen. Und das kann man tun, weil es in der Umgebung von diesen Quasaren heißes Gas gibt, was Wasserstofflinien emittiert. Und man kann dann die Bewegung darüber sehen, dass also sozusagen die Verschiebung der Wellenlänge ist. Und damit kann man die Masse messen. Wenn man also die Größe des Objekts misst über diese Interferometrie und mit Spektroskopie die Verschiebung, dann kann man die Masse messen. Und das ist eine ganz fundamentale Größe, die man also auf diese Art und Weise testen könnte. Und wenn wir das oder Leute in der Zukunft das richtig machen, kann man damit Tausende von Quasaren untersuchen und wirklich also sozusagen diese Frage, was ist denn die Rolle von solchen supermassiven schwarzen Löchern in der Entwicklung von Galaxiensystemen nachgehen. Super spannend, ich bin sehr gespannt darauf.